Hallo. Hallo. Servus, hier ist die Schwarzwald-Zone wieder. Wir sind in den Schwarzwald, aber nicht tief in dem Schwarzwald, aber in den Schwarzwald sind wir. Du musst Hallo sagen, erst einmal. Hallo zu den lieben Fans, zu den lieben Leuten und so. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und so, oder? Bald haben wir die Pandemie geschafft, ist vorbei. Ab morgen bei uns hier in dem Schwarzwald ist Maske abgeschafft. Keine Maske mehr, weil ich habe mit dem Lautenbach gesprochen. Unser letzter Telefonsprecher war ganz gut. Er hat gut verstanden jetzt, dass diese Pandemie muss jetzt ein bisschen weg. Heute wird Beine ballern. Erstmal muss ich Malik holen, weil er ist in Willstadt, ist ein Dorf weiter hier. Und da ist keine Bus mehr, weil die machen Bahnstreik oder irgendwas. Und er ist hin und er kann nicht zurück. Ich habe ihm gesagt, ja, ich hole. Kennt man das, wenn du die Einzige mit Führerschein in deinem Kreis habt, ist es immer so. Malik ist mein guter Kollege und so. Ich kenne ihn von Deutschland her, aber er ist super, super cool. Guter Bruder auch zu mir. Ich kenne viele Leute, aber ich habe nur drei gute Freunde. Aber ich kenne hunderte Leute. Man braucht nichts hunderte Leute um seine Umgebung. Du brauchst nur drei richtige Leute, dann kannst du die ganze Land übernehmen. Was ist, was ich meine? Malik kommt aus Gambia, aus Gambia und Casamance. Ich komme aus Gambia und Guinea-Bissau. Okay, ey, guck mal, mein Auto, Alter, wie dreckig, Alter. Das kann nicht sein. Guck mal, überall Müll. Wichtiger, alle wichtiger. Vorher ist Tücher da. Kollege! Da ist mein Massageball. Den suche ich schon seit Zypern. Ey, hab ich nichts gewusst, das ist deins, Kollege. Ja. Ist geil, richtig süß. Und viel Brief. Deutschland, mach Kopf kaputt. Puh. Ich hab so viel Brief, ich weiß nichts, Anzeige oder irgendwas habe ich dabei. Ey, Jeff, ich sag dir ein Gesicht. Damals in Asienheim. Wir haben in Asienheim gewohnt, weil ich habe 2014 angekommen mit einer Sport Visium. Und das heißt, ich darf nichts hier bleiben. Meine letzten Tage war 8. Februar, war meine letzte Tage, das muss zurück. Und diese 8. Februar, 11.30 Uhr, habe ich einen Asylbeantrag. Und 12 Uhr, die Asylbeantrag läuft. Das heißt, die können mich nichts mehr abschieben, diese Dublin Law, dieses Asylgesetz und so halt. Die können mich nur abschieben, wenn meine Asylverfahren nichts genehmigt und so halt. Und die Polizei hat mich da abgeholt und sagt, ja, sie haben mit Sportvisum gekommen und jetzt deine Sportvisum ist fertig, sie müssen zurück. Ich sage, ja, jetzt habe ich Asylbeantrag. Das heißt, sie müssen warten und dieser Asylbeantrag kann Jahre dauern oder so, war Jahre. Das kommt drauf, immer drauf an. Und damals in meinem Asylheim, wir waren fast, mein erster Asylheim, wir waren mehr als 200 Leute. Und da habe ich nur einen Monat gemacht. Und das zweite Asylheim war nur vielleicht 15 oder 13 Leute, nicht so viele Leute. Ey, Alter, wenn du weg bist und deine Jungs rufen dich an und sagen, John, du hast gelber Brief. Ich rufe immer meinen Bruder und sage, hey, kannst du mir bitte Geld schicken? Ich muss nach Sweden, ich muss ran. Ja, dieser gelbe Brief, kennst du mir gelber Brief? Die schwarzen Jungs, die haben Angst vor dem Geldbrief, wie brutal, Alter. Wenn du irgendwo bist und du hast gelber Brief, Alter, du konntest nichts mehr schlafen. Gelber Brief ist die gefährlichste, was alle, Mann, Alter. Boah. Und seitdem habe ich Panik vom gelber Brief. Ich weiß es nicht, wenn ich gelber Brief sitze, ich habe immer Panik, Mann, Alter. Die machen das nichts für gefährlich, aber die spielen mit einer Shishu. Was ist, was ich meine? Ist so wie mit Finanzamt. Kannst du alles machen in Deutschland, aber nichts mit Finanzamt. Alter, die würden das richtig ficken. Kurze Rede, langer Sinn, holen wir mal. Wie soll ich denn bitte hinten sitzen, Kollege? Aber mein Auto ist sauber, ich habe nie hier gewohnt oder so. Ab nächsten Monat mache ich eine Therapie. Und ich bin in Deutschland mit 25 gekommen. Und weißt du nie, was ich habe erlebt in meinen 24 Jahren in Gambia oder in Afrika? Man kann nichts Leute verurteilen. Mhm. Jeder Mensch hat eine gute Seite. Guck mal, du findest mich gut. Und gib manche von meinen Kreis, die finden mich schlecht. Die reden schlecht über mich. Vielleicht haben die Rest. Vielleicht hast du auch Rest. Ich kann gut zu dir und schlecht zu einem anderen. Ja, klar. Aber die Wichtige ist, man muss einfach seinen Fehler sehen und das akzeptieren. Und verbessern. Und verbessern, aber nichts verbessern für anderen, für ja, sich selbst. Das ist richtig. I don't change for nobody. Nobody cannot change me. But I want to change for me, myself. Weißt du, was ich meine? Die traurige Sache ist, die Leute, das ist schlecht angetan und so, und das jagt mich jeden Tag in mein Leben und so. Für mich, ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe auch gute Seite, ich habe schlechte Seite auch und so. Woran liegt diese Therapie und warum ich diese Therapie mache, das kommt in den nächsten paar Videos, in ein paar Monaten. Sag ich den Leuten, weißt du, was ich meine? Weil ich denke, ich war sehr transparent mit meinen Fans und so halt. Ich habe auch viel gelogen noch in meinem Leben, weißt du, was ich meine? Und weißt du, warum ich damals immer manchmal gelogen? Ist einfach so. Als Kind, ich baue Scheiße. Mein Onkel sagt mir, wenn du die Wahrheit sagst, wir lassen dir in Ruhe. Aber wenn du lügst, ich würde dich umbringen. Ich sage die Wahrheit, aber mich fast umgebracht. Als Kind, was soll ich meinen? Dann denke ich immer, ich muss immer weigern. Ich muss immer die Wahrheit, immer lügen, dass ich raus da komme. Was ist, was ich meine? Das ist keine Ausrede, aber als Kind habe ich so. Wir wollen in Gambia gehen. Und du wirst sehen, wie ich da gewachsen bin. Ist brutal, Dennis, glaub mir.
Ich habe Kabel in meiner Kappe, weißt du, was ich meine? Kabel? Die haben mich mit Kabel geschlagen, meiner Mama und meiner Onkel. Wirklich, mit Kabel, Alter. Kennst du diese Stromkabel, die paar Millimeter? Ich habe geblutet ein paar Tage, weißt du, was ich meine? Und das ist normal und so, Alter. Ich denke, die haben was Richtiges getan. Alles klar, lass mal Malik holen gehen. Malik! Ja, how you doing? Thank you, bro. Ich habe heute Brot und mehr Käse gegessen. Ich muss erstmal im Klo, weißt du, was ich meine? Wenn du keine Vorschüsse dabei hast, dann ist es gefährlich. Ey, du hast schon eine Stunde, mach mal, willst du mal nehmen? Ich bin jetzt 3 Kilo leichter, aber riech mal, das riecht nach Vanille. Nein. Heute will ich 280, boy, weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist der Topmodel vom Boss. Das ist der Adrian, das ist der most handsome guy in the gym. Nein, ich hab's gesehen, Digga. 2 Wochen, aber jetzt bin ich wieder da, weißt du, was ich meine? Weißt du, was er meint? Ja. Er sagt immer, weißt du, was ich meine, aber keiner weiß, was er meint. Weißt du, was ich meine? Er weiß, was er passiert mir. Er ist Offenburger wie ich auch, weißt du, was ich meine? Nein, er ist Offenburger, ich bin kein Offenburger. Ich bin, was bin ich? Was bist du? Ganz tief in der Schwarzwald. Ich bin so heute. Ja, ich wollte mit ihm rasseln gehen. Er ist super gut. Er ist Russe, weißt du. Der ist doch gerade für Training, der Arme. Er hat mich eingeladen, dann müssen wir hingehen. Eingeladen wo? In Rasselin. Ringerverein. Ja, zu meiner Mannschaft. Er will es kaputt machen, weißt du. Wie stehen die Chancen von Schwarzwald schon im Ringerverein? Was denkst du? Ja, ich habe keine Chance, aber. I have a buddy from Moldavia. He has 120 kilograms. Ja, das wird gut. So, then we can show him. Ja, das wird gut. Ja, ja. Mit ihm, weißt du, er ist mein Kumpel. Ich kann ihm nichts kaputt machen, weißt du. Mein Form kommt langsam. Ich bin 100. Guck mal, mein Bau ist auch besser geworden. Okay. Es geht langsam. Malik fangen wir mit Leckers. Malik soll hier. Leckers, der ist schon bei Beugen. Ich hasse es, Leute, mein Problem zu erzählen, weil das Problem ist, 80% interessiert die nicht. 20% sind froh, dass du das hast. Malik ist mein Bruder, wir haben ihn hier kennengelernt. Wir halten zusammen. Wenn was er braucht, ich bin da. Wenn ich was brauche, er ist da auch. Weil ich denke, es ist super wichtig, dass wir zusammenhalten. Weil das ist das Problem mit Afrikanern, dieses Zusammenhalten, Alter. Ich sag dir was, wenn du mit einer Tschetschene legst, die kommen alles drauf. Mit Kurden alles, mit Türken alles. Mit Afrikanern kannst du vergessen. Ist leider so. Ist leider so, das ist meine Meinung. Das ist richtig, Afrikaner, die halten nicht zusammen. Niemals in dem Europa hier. Hast du einmal gehört, oh, die Afrikaner, 10, 100 Leute haben irgendjemanden angegriffen oder irgendwas gemacht oder so? Nee. Wir kämpfen, we fight each other. We wanna see each other down, weißt du? Und es ist super wichtig, dass ich Leute wie Malik hier habe und so. Und weißt du, was gut ist? Er sagt mir die Wahrheit in mein Gesicht. Wenn ich Scheiße baue, er sagt mir, hey Bruder, du hast Scheiße gebaut. Wenn ich nichts 350 Kilo Boy hier bis September, ich würde 1000 Euro in eine Organisation hier geben. Wenn du bis September? Keine 350 Kilo Boy. Ich würde 1000 Euro nehmen und eine Organisation spenden. Kinder mit Krebs oder Kinderheim oder irgendwas. Zucker wie ich, mehr wie ich. Bei ihm läuft. Das sind 160, 220. How deep is your love? Wie tief ist deine Liebe? Mal sehen bald. Wie tief ist meine Liebe? Wie mal sehen bald? Ja. Was ist das für eine Androhung? Mhm. Warte, lass. Nein, ich würde das packen. Was? Ich habe alles in Kontrolle. Ich habe gesehen, wie du alles... Aber weißt du, warum? Warum? Ich gebe dir einen Tipp. Ja, warum? Weil es ist gefährlich. Ja, wenn du alles, warte, wenn du alles zumachst, ja, und du bist unten und du kannst nichts mehr hoch, du kannst das... Dafür haben wir doch die Safeties. Nein. Ja doch, dafür sind doch diese Ablagen. Dass, wenn du nicht mehr hochkommst, legst du einfach ab. Kollege, ich bin ein anderer Baustelle. Ja, ich merke, du bist eine andere Baustelle. Alter, das hätte so ins Auge gehen können. Sehr wichtig. Komm um. Wie war? War gut, gute Geschwindigkeit, aber ich würde fast sagen, dass die Ablage eine Stufe zu hoch ist. Ja. Leg is struggling to put it back up. Ja, das stimmt, ja.
Muscle Confusion. Erst Beine, ja? Dann Brust. There is no wrong workout. Das ist meine Theorie. Was ist, was ich meine? Gib keine falsche Übung. Zum Beispiel, doch. Du willst Side-Heaving machen für Side, vor deiner Side-Dels. Mhm. Das Richtige ist so, aber du komm, du hast keine Ahnung, du machst. Aber trotzdem, du arbeitest nicht vor einer Side-Dels, aber arbeitest du vor anderen Muskeln, dass du nichts weißt. Was ist, was ich meine? Ja, klar, aber wenn du Side-Dels trainieren willst und du trainierst nicht Side-Dels, dann ist es blöd. Ja, das ist blöd. Das ist so, wie wenn du sagst, du willst Beine trainieren und machst Banddrücken. Ja, also, das ist aber trotzdem, du trainierst einen Muskel. Am Ende Effekt. Was ist, was ich meine? Aber es gibt schon Übungen, wo du dich verletzen kannst. Das ist doch nicht so gut. Ja, das meine ich. Oder wenn du es falsch ausführst. Aber was ist gut für das, kann Celeste für mich. Und was ist Celeste für mich, kann gut für das. Überleg mal, die alte Griechisch und die alte Afrikaner, wie die. Ich war einmal in meinem Dorf in Gambia. Ich habe meinen Onkel da getroffen. Er weiß gar nichts über Ernährung, über Training und so. Und er sieht brutal aus. Brutal. Sixpack, so dick, man. Weißt du, was ich meine? Das muss einer runter machen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja, easy. Telema, der hat studiert. Keine Sorge, deine Idee war gut. Ja. Du hast mehr hier wie hier. Nichts hier, Kollege, immer hier. Aber manche denken mit hier, weißt du. Yes. Alles gut? Ja. Alles okay? Ja, war gut. Warum, weißt du, warum ich habe gestoppt? Weil ich habe ein bisschen was gefühlt in meiner linken Knie, deswegen habe ich aufgegeben. Ja, lieber better safe than sorry. Ey, wir haben hier noch Besuch bekommen. Ja, Maha sagt, er kann das beugen. Maha sagt, er kann 280 beugen. So was kann nur einer in ganz Deutschland machen, die Leon. Außer Leon kann keiner in Deutschland, sorry. Ich habe eine andere Frage. Warum macht Malik jetzt Bizeps? Er sagt, er trainiert Beine und dann macht er Bizeps. Deswegen hat er solche Arme. Guck mal, wie die trainieren. Die machen, was die wollen. Einfach mitmachen, Kollege. Das ist Per, das ist der Manager von Mohammed. Hallo, Chef. Keine Scheiße, Alter. Ich habe meine Training Hand noch so groß. Wer, willst du was sagen zu YouTube? Eigentlich nicht, ich habe gesagt, ich bin nicht auf YouTube drauf, Mann. Aber okay. Auch aus Gambia? Nee, er ist aus Botswana, oder? Ja, wirklich? Ja, was sei, Mann? Er ist aus Botswana, wirklich. Er kann gut Fufu kochen wie ich. Kannst du Fufu kochen? Nein. Wenn du so viel Fufu isst, Bruder, du wirst stabil, glaub mir. Was machen Sachen? Trizeps. Falsch Ausführung oder was? Nein, nein, ich. Die Leute fragen sich jetzt nur, warum du Trizeps machst nach Kniebeugen. Ja, ich habe ein bisschen was Gefühl in meiner linken Knie, was für. Malik, how's your nutrition? You eat healthy food or you eat anything? Yeah, I eat African food. Domoda, Super Kanja, but I eat all. But still now, yeah, my belly cannot big. But I don't like donut too much. I weigh 87. 87? Yeah. Also 107. So. Ja. 20 Kilo Unterschied. Jetzt, wir haben ein Fotoshoot gemacht mit Feuchttüten. Ich hoffe, ich bekomme einen Sponsor von dieser Marke. Ist vom Edeka, Alter. Ja, gut und günstig. Ja, gut und günstig. Vielleicht kriege ich einen Sponsor da. Kennt sich Malik auch aus mit Feuchttüchern? Ja. Frag ihn, das ist für was. You know what this is? This is tissue paper. Boah, wieso so Puppepapier? Wie kann der Labo? Ah so, okay. Wir gehen in die Donnerladen und essen wir alle. Er ist guter Mitarbeiter, er ist immer guter Person von mir. Moment, warum sind wir nach dem Training jetzt in der Dönerbude? Ja, weil es ist ein guter Döner, Kollege. Schau mal hier, wie sauber, wie geil. Ich brauche einen Donnerteller mit Brötchen, ein Jufka, ein Döner. Ein Döner. Bevor Meister? Dennis? Nein, er ist vegan, er isst kein Fleisch, weißt du? Na? Mhm. Schmeckt? Bist du gut.
Das ist lecker. Kein Mampf, kein Kampf, Kollege. Döner macht schöner. Weißt du, dass das Döner in Deutschland erfunden ist? Weißt du das? Ja, ja. In Berlin? Ich habe gestern einen Döner gegessen in Frankfurt. War richtig gut. Aber Offenburg immer noch hat die beste Döner. Leute sollen einfach kommentieren, wo die beste Döner gibt. Bis jetzt, die beste Döner ist in Offenburg. Ab heute werde ich immer Dönerläden besuchen und Punkte geben. Und von heute, von Skala 1 bis 10, gebe ich ihm 7,5 oder 7. Gebe ich ihm 7. Die Döner war gut, die sind sauber, die sind super nett und so halt. Die sind sehr freundlich und so halt, das ist mehr wichtig und so halt. Und 7 Punkte. Jetzt enden wir das Video hier. Ich danke alle da draußen für den Vater-Vater-Support. Ich kann immer noch nicht fassen, wie die Leute mich supportieren mit meinem Code und alles. Danke von meinem Herz. Ich würde immer bescheiden bleiben. Und nichts vergessen, Kommentar, liken, die Glocke. Die Glocke, oder? Die Glocke. Die Glocke und so. Und teilen. Bald werden wir Maha begleitet in seinem MMA-Vorbereitung für seinen Zukunftskampf und so halt. Und jetzt habe ich Malik dabei. Aber mit Malik müssen wir viel arbeiten mit seinen Übungen und so halt, weil er macht, was er will. Maha schaut immer seinem Kampf an. Und nichts vergessen, auch in Instagram zu folgen. Und die wichtige, alle wichtige, mit meinem Code bestellen. Rino, einfach Rino geben bei ESN. Und kriegt man Vaterrabatt wie die Teller, wie die Donateller hier. Ja. Danke. Ja, ja. Danke, ja. Ich kenne diesen Mann lang hier, weißt du? Ja. Guter Mann. Seit 10 Jahren. Ja, ja. Guter 5 Mann. 5 Döner die Woche, ist klar. Nein, aber danke, ja. Bitte. Ciao.